Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks mit mir, Kittel. Ja, ich habe mir heute mal wieder den T28 rausgesucht. Denn da wollen wir ja auch vorankommen in Richtung T95. Und wir schauen mal. Redshire. Level 9, 3 Stück. Ne, 4. Der Rest Level 8 und ein paar Level 7. Das ist auch voll in Ordnung. Uiuiui, wir haben 3 GW Panther. Die Gegner haben ein GW und davon eine M40, 43. Na, das wird ja interessant. Wir werden von der Arte getroffen. Wollen wir auch mal schauen. Wir werden, denke ich mal, auch in die Richtung überfahren, wo wir jetzt stehen. Und dann da mal auf. Ja, wo ist das? H2 oder H3? Da sind jetzt ja neu die paar Steine. Da kann man sich sehr schön hinterstellen. Da werden wir mal hinfahren. Und können wir ordentlich in Richtung Captor schießen. So. Aber, yeah, das kann noch dauern. Wir sind nun mal nicht so schnell. Und das ist eigentlich auch uncool, ja. Dass wir so lange hier durch die Gegend krebsen, können wir viel zu lange eigentlich nur beschossen werden. Aber ich will da hinten hin. Denn wenn man da hinten steht, da steht man wirklich gut. Und von da aus kriegt man auch einiges immer ins Visier. Insofern, ich denke, das ist es wert. Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen vertieft fahren. Fluss, Bett, dann geht das auch. Oh ja, jetzt kann man sich gerade sehr gut vorstellen, wie schnell das etwa mit dem T95 später vorangehen wird. Das wäre etwas, worauf ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Aber naja. Dafür kann man auch sagen, die Beste kriecht. Das T95, das ist ja wirklich sowas von gut gepanzert. Und die Kanone ist ja auch doch schon ganz wunderbar. Aber eigentlich sind langsame Panzer eher nichts für mich, muss ich auch zugeben. Denn das nervt doch einfach, wenn man hier Ewigkeiten rumfährt. Im Zweifelsfall wäre es auch schon mehr in die Hälfte geschehen. Das ist jetzt auf der Karte nicht so unbedingt. Aber für meinen Geschmack fährt man dann einfach zu lange im Verhältnis zum Gefecht. Gut, die Jungs da. Beherrscht sich einfach ein bisschen. Passiert noch nicht wirklich was Interessantes. Stimme ich mal auf die andere Seite. Kann man das Haus da wegschießen? Keine Ahnung, probiere ich es erstmal nicht aus. Ah, hier, da hinten stehen die alle. Vielleicht hätten wir eher in die Mitte fahren sollen. Da geht er doch ganz schön weit ab. Diesen blöden Kram kannst du natürlich auch nicht wegschießen, ey. Kann man nicht darauf schießen. Naja. Denn kommt jetzt ja auch was. Ey, dreh dich. Oh, was geht da ab?
Ja, auch unterm Hügel natürlich. Uncool. Ach. Das ist natürlich doof. So viel zum Thema T95. Was ein Scheiß. So, lass uns mal aufs M103 ordentlich schießen. Los, komm noch mal her. Ich habe auch Angst vor der Arti. Und irgendwo krebs auch noch der komische. AMX rum, genau. Jetzt werden wir aber erstmal hier intervenieren. Das geht nicht klar. Wer da ein Pferd muss bestraft werden. Oh Gott! Na, ja, da sind wir schon irgendwo vorwärts weggekommen. Haben sie die am Hügel nach Einringen der Kunst abgeräumt. Was ein Scheiß. Oh Mann, ja. Da hat man echt das Problem mit dem TD. Wenn alle tot sind. Das lief doof. Das lief sehr doof. Versucht der GW hier. Ah ja, da wäre er hin. Aber das meine ich. Man fährt irgendwie die Hälfte des Gefechts durch die Gegend. Um dann, wenn man da steht, ja, irgendwie nicht mehr viel machen zu können. Da mag ich dann irgendwie doch Panzer wie in Petten lieber, wo man schön durch die Gegend fahren kann. Immer da ist, wo was los ist und da helfen kann. Aber naja, das ist halt TD. Das ist halt in der T28. Ja, und da sind solche Maps für Minen natürlich auch besser, die nicht ganz so weitläufig sind. Da fahren wir jetzt nicht ganz so lange. Wir werden, denke ich mal, in die Mitte fahren. Ja, wir fahren in die Mitte. Da können wir erstmal vorbeischauen. Und ja, können wir später vielleicht nochmal da hinten links in der Stadt gucken. Da drüben. Aber wir schauen erstmal in der Mitte, würde ich sagen. Los, fahr. Vorwärts. Aus dem Weg. Gut, der fährt nach da rechts. Sag mal, schießen die denn jetzt schon wieder? Müssen die alle erstmal ihre Kanone ausprobieren, ob die geht oder was? Ja gut, wir sind natürlich nicht so schnell, dass wir noch wirklich was machen können gegen die, die auf dem Hügel fahren. Wir sind einfach schneller drauf, als wir hier sind. Aber wir können gegen sowas was machen. Und der T30 hat die kleinen Kanone, das ist ganz angenehm. Oh mein Gott! Yeah.
Jupp, einmal in die Luft schießen. Meine Fresse, was hat der denn für einen Durchschlag? Toll. Wie viel Durchschlag hat der? 250. Gut, ist nicht wenig, aber... Alter Verwalter, der ist ja echt kein einziges mehr abgeprallt. Was geht denn hier ab? Das war ja... Normalerweise prallt er doch einiges am P28 ab. Und der ist ja auch jedes Mal durchgekommen, ohne Ausnahme. Irre. Doof. Richtig, richtig doof. Einfach nur. Daneben. So, was macht ihr jetzt mit dem T30? Oh. Erstmal lieber nichts. Na gut. Ich meine, viel Leben hat er ja nicht mehr. Ist er noch ein von der AT? Nee, nicht von der AT. Keine Ahnung, wie wir mal reinbekommen haben. Auch vom AC wahrscheinlich. Naja, ist ja schon mal weg. Immerhin. Die ist da hat man natürlich auch nicht mehr so viel. Ist ganz gut. Aha, T54 wird da von oben kommen. Ist mal nicht freundlich. T54 weiß aber, dass er jetzt dann reinbekommt, wenn er neu hervorkommt. Kann man von unten natürlich wunderbar an die untere Wanne schießen. Jetzt lauern die da beide. Sehr schön. Das war ja mal ein wunderbares Kanonenduett. Ah, und wir kriegen sie noch. Das gefällt mir. Ja, schreibt auch noch mal einen guten Job in den Panzer. Das war gut. Wenn einer nicht durchgekommen wäre oder abgeprallt, das wäre schlecht gewesen. Ich glaube, der wäre nicht tot gewesen, so viel Leben, wie er noch gehabt hat. Aber hat er geklappt. Na, guck mal, der KV4, das ist auch weg. Dann stehen denn nur noch die TDs und die Lorry-Kurve irgendwo außen rum. Guten die Ketten, das jetzt wohl. Ah, nein, da hat die Lorry ihn. Oh, in den. Pass auf. Die Lorry hat einen Autoloader, mein Freund. Dann bist du ganz schnell weg. Lol, prallt ab. Kommt durch, ja, das war. Aha. Nee. Na gut. Oh, jetzt kommt der WZ an. Interessant. Aber sie lädt noch nicht nach. Oder? Wie auch immer, wir gewinnen das. Wir cappen das da. Oh, da kommt nochmal die ISO. Aber ja, da lässt sich der E75 gar nicht mehr auf irgendwas ein. Jetzt nochmal. Schuss!
Ja, hat er ihr noch einen gedrückt. Sehr schön. Naja, komm. Der T30 hat uns zwar fech weggehauen, aber immerhin haben wir gewonnen. Mit dem T30 auch noch ein bisschen was reingehauen. Ist schon in Ordnung und ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es wie heißt. Auf Schlachtfeld und Attacke.